Vollgestopft geht es jetzt in einer Aufnahme. Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, vollgestopft, das bedeutet, ich habe gerade eben Abendbrot gegessen. Und kennt ihr das? Ihr habt ein richtig leckeres Essen vor euch. Ihr habt noch nicht viel gegessen. Obwohl ihr vorher gar nichts genascht habt oder so, seid ihr dann schon satt und ihr wollt einfach weiter essen, weiter essen, weiter essen, weil es einfach so köstlich ist und ihr könnt einfach nicht mehr. Ja, so ging es mir eben. Es war ein richtig leckeres Essen. Milchschnudeln. Ich liebe Milchschnudeln. Und oh, ich bin so satt. Ich habe gegessen, bis es wirklich nicht mehr ging, bis ich keinen Happen mehr runterbekommen habe. Aber ein gutes hat's. Ich habe dann morgen noch was. Ja, und beim letzten Mal waren wir hier übrigens noch dabei, das Labyrinth zu bauen. Und ja, das wird sich in dieser Folge auch noch nicht ändern. Als letztes hatten wir ja, glaube ich, diese Ecke hier fertig gemacht. Glaube ich zumindest. Ja, dann werden wir jetzt auf jeden Fall mit neuen Ideen hier jetzt weitermachen oder halt auch die alten Ideen. Ist jetzt Ansichtssache. Ich tue mal da eine Fackel hin, weil es da ein bisschen dunkel war. Ja. Da mach ich mal so. Ja. Also das Essen war so köstlich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie köstlich das war. Das war außerordentlich klasse. Außerordentlich klasse. So, nee, das ist jetzt hier falsch. Ja, ich versuche hier gerade irgendwie sowas hinzukriegen, so, dass man hier dann so, ich sag mal, hier dann so reinläuft, denkt so, ah, das könnte richtig sein, hier eine Abzweigung und dann, ah, doch nicht richtig, läuft man hier lang und kommt dann da wieder raus. Das ist jetzt hier mein Ziel. Hab so glatt, naja, da will ich mal lieber so. Ja. Ja, wie gesagt, köstliches Essen. Gerne nochmal. Na gut, kommt morgen dann wieder. Weil ich es sowieso nicht geschafft habe. Und ja. So. Ja, anderes Gesprächsthema. Was habe ich denn hier noch so Schönes zum Reden vorbereitet? Ja, in circa einem Monat steht ja die E3 vor der Haustür. Die E3. Ich denke mal, jeder von euch weiß, was die E3 ist. Wenn nicht, ich erläutere es nochmal ganz kurz, das ist so Art kleines, nee, ein klein nicht großer, ein großes Spielevent von den großen, ja, Marktführern in der Spielebranche. Hauptsächlich Sony, Microsoft, Nintendo. Und ja, da werden meistens neue Spiele vorgestellt, werden schon länger angekündigte Spiele, ja, bisschen wird näher drauf eingegangen und so weiter und so fort. Und die ist, glaube so vom 14. bis 16. Juni, steinigt mich, wenn ich mich da jetzt irre. Ich glaube, davon habe ich was gelesen. Wisst ihr was? Ich möchte jetzt hier keine falschen Daten sagen, darum google ich ganz schnell in der Aufnahme. So, hier E3 2016. Die ist... Ja, muss kurz laden. Doch, vom 14. bis 16. Juni 2016. So, hier kurz minimieren. Ja... Und jeder Einzelne, der an der E3 so interessiert ist, sag ich mal, der hat ja auch so spezielle Vorstellungen, was er für die E3 haben möchte. Und somit auch ich. Auch ich habe da spezielle Vorstellungen, was ich da so haben möchte. Ihr wisst es ja, oder wisst es halt auch nicht, kann ja auch sein, dass ich ein großer Nintendo-Fan bin. Ich spiele schon mein Leben lang auf Nintendo-Systemen. Damals angefangen mit einem Game Boy Advance. Dann weiter mit Nintendo DS, Nintendo Wii, Nintendo Wii U, Nintendo 3DS. Jetzt bin ich auch schon so ein bisschen dabei, ein paar Nintendo 64 Spiele auszuprobieren. Also ein paar alte Spiele auszuprobieren. Und so weiter und so fort. Und ja.
Und darum interessiert mich diese Seite von Nintendo bei der E3 am meisten. So von Sony und Microsoft, da schaue ich dann so im Nachhinein. Ja, was haben die angekündigt und so. Ich bin ja auch ein großer Anno-Fan. Und da wurde ja auf der letzten E3 das neue Anno-Spiel angekündigt. Welches glaube auch schon draußen ist, wenn ich mich nicht irre. Das im Weltraum und so, dieses Anno-Spiel. Doch, das sollte schon draußen sein. Also, hab auch schon einige andere Spiele gespielt. Und ja, da verfolge ich halt im Nachhinein bei Sony und Microsoft die Spiele, die sie ankündigen. Oder was? Ubisoft? Microsoft? Sony? Ah, ich verwechsel immer Sony und, Ubisoft. Sony ist doch die Entwickler von der PlayStation und Ubisoft sind doch die Spieleentwickler, oder? Ja, wie war das nochmal? Ja, das tut mir leid, wenn ich mich da jetzt so ein bisschen irre. Das kann ja auch mal passieren. Das kann ja auch mal passieren. So. Ja, also besonders gespannt bin ich auf Nintendo Seite, da, ja, wie gesagt, Nintendo Fan und so weiter und so fort. Und da werde ich dann auch die E3 von Nintendo live anschauen, also zumindest da diesen Hauptteil da, wo die hoffentlich Spiele angekündigt werden. Zwar wurde bisher schon gesagt, dass das Hauptziel auf der diesjährigen E3 dann Dings ist. Zelda Wii U, also das neue Zelda, heißt ja nicht eigentlich Zelda Wii U, wurde bisher nur so genannt, meistens. Das neue Zelda. Und ja, da werde ich das, wie gesagt, live anschauen und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Viele vermuten ja auch, weil gesagt wurde, man konzentriert sich auf der diesjährigen E3 stark auf Zelda, denken viele, es werden keine neuen Spiele angekündigt, es wird nichts zu NX gesagt und so weiter. Ich glaube noch nicht ganz so daran. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass auf der E3 was zu NX kommt. Ich habe da noch große Hoffnungen, kann man schon sagen. Und ja, was sind meine Erwartungen bei der diesjährigen E3 von Nintendo? Ich gehe jetzt da wirklich hier nur auf Nintendo ein, weil mich das andere nur, ich das nur im Nachhinein, ja, erkundschaften werde. Also was ich natürlich hoffe, sind neue Spiele. Neue bombastische Spiele. Möglichst für Wii U und NX. Dass beides so parallel entwickelt wird, dass die Wii U-Spieler keinen Nachteil haben und auch die NX-Spieler dann später keinen Nachteil haben. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn Spiele angekündigt werden, die dann nur für die NX kommen. Habe ich dann auch kein Problem mit. Ja, wie gesagt, neue Spiele hoffe ich. Dann hoffe ich auf Informationen zu Nintendo NX. Sowas bisschen, zum Beispiel den richtigen Namen oder so, was das überhaupt ist. Man hat ja bisher noch keine Information dazu. Noch keine Information dazu, außer den Release-Date und dass Zelda für NX auch noch entwickelt wird. Mehr weiß man noch nicht. Darum hoffe ich auf NX-Informationen noch weiterhin. Und des Weiteren, ja, mal schauen. Einige Überraschungen natürlich. Und natürlich, dass man zu Zelda noch einiges erfährt. Aber das wird man sowieso. Hat man ja schon angekündigt, dass man das tun wird. So. Sieht bisher auf jeden Fall sehr interessant hier aus. Ja, wie gesagt, ich baue ja hier eigentlich nur drauf los. Bis zum geht nicht mehr. Und ich werde dann auch hier bei dieser Ecke irgendwie schon so einen Aufgang in den ersten Stock machen. Aber das wird dann wahrscheinlich die Sackgasse sein. Soll man dann denken, ah, ich bin weitergekommen. Dann geht man hoch, schaut so ein bisschen nach, vielleicht noch eine Abzweigung und so. Schaut dann nach, das war nur eine Sackgasse. Wieder zurück und wieder zum Anfang. Wenn man überhaupt zum Anfang kommt. Ja. Und ja, was hoffe ich denn noch auf weitere Informationen zu weiteren Spielen? Zum Beispiel hier dieses neue Splatoon. Nicht Splatoon, ich meinte Paper Mario Color Splash. So heißt es.
Darauf bin ich auch schon sehr gespannt, da ich auch ein großer Fan von Paper Mario bin. Hab zwar bisher nur den Teil von Sticker Star gespielt, aber von Sticker Star bin ich ein großer Fan. Ich weiß, viele davon sagen, es ist kein gutes Paper Mario. Würde ich vielleicht auch mit drauf ein, würde ich vielleicht auch sagen, ist kein gutes Paper Mario, aber ein sehr, sehr gutes Spiel. Und das ist hier ein bisschen unsinnig. Und ja. Ich mach das so, ich mach das hier so. So. Ja, aber trotzdem hoffe ich da auf weitere Informationen. Bisher hatte man da nur den Trailer. Hat man eigentlich schon ein Release-Datum bekommen zu Paper Mario's Color Splash? Das weiß ich jetzt auch noch gar nicht. Das weiß ich jetzt überhaupt gar nicht. Ja. Ja, wie gesagt, dazu einige Informationen. Was kommen denn dann noch so für Spiele raus? Was kommen denn dann noch für Spiele raus? Was kommt denn da noch für Spiele? Kirby Planet Robot kommt hier raus. Aber dazu weiß man ja eigentlich schon. Ne? Das dauert ja nicht mehr lange. Könnte so noch vor der E3 rauskommen, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ne, da weiß ich jetzt nicht, was da noch für Spiele rauskommen. Da wollte ich nicht zumachen. Also wie gesagt, ich habe dieses Jahr hohe Erwartungen auf die E3. Ich hoffe mal, keine zu hohen Erwartungen, nicht so wie letztes Jahr. Die letztjährige E3 von Nintendo da, die war ja leider nix. Was man auch so ein bisschen verstehen kann nach dem Tod von Satoru Iwata. Nochmal Ruhe in Frieden. Großer Mann. So. Ja. Wie gesagt, große Erwartungen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe mal, ihr auch. Also ich bin sehr gehypt auf die E3. Sehr darauf gehypt. Warte ich jetzt hier nicht so? So, dann hier wieder eine Fackel. Bis jetzt reicht doch mein Sandstein noch fürs Erste. Aber man muss ja später noch bedenken, ich muss das hier, die ganzen Dinger, die ganzen Wände, die ich hier setze, die muss ich dann später nochmal hochziehen. Und dann kommt da nochmal der Decke hin. Hier, ich werde das wahrscheinlich hier eine Dreierhöhe hin machen. Also 1, 2, 3. Und hier kommt dann jeweils auf dieser Ebene nochmal eine Decke hin. Und das verbraucht dann auch nochmal eine ganze Menge Sandstein. Oh ja. Da hatte ich eben einen kleinen Hustanfall, aber ihr habt davon nichts mitbekommen. Hab mich derweil gemutet. So. Das dauert doch so ein bisschen länger, als wie ich gedacht habe, Anfang dieses Labyrinth zu bauen. Naja, da ich hier alles aus dem Ärmel ziehe, sozusagen. Ich habe ja hier wirklich gar keine Pläne, so weiter. Und das ist jetzt, wäre natürlich auch fies, wenn man dann sah, dass ich sagen würde, da, hier ist der einzig mögliche Weg. Nee, ich will schon ein paar, man soll schon mehrere Wege zum Ziel haben. Das ist ja mein, das will ich ja. Dass man zum Beispiel hierdurch auch noch zum Ziel kommt, dadurch, dass es nicht nur einen Weg gibt. Darum würde ich sagen, ich mach dann hier nochmal auf, dass man da dann wieder aus diesem kleinen Abteil hier wieder rauskommt. Kann man das denn hier jetzt auch? Das wird daraus schon mal nichts, weil das ist ja jetzt eine Sackgasse in beiden Seiten. Dann mache ich hier so. Dann da raus. Ja, man merkt, ich bin gerade so ein bisschen hier konzentriert. Das sollte so langsam so ein bisschen abstellen, sich abstellen. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen länger über die E3 erzählen, weil ich hatte noch vor dem Part so überlegt, ja, worüber könnte ich eigentlich in diesem Part jetzt reden? Weil, ja, hier bei mir dabei so zu schauen, das ist nicht gerade das Spannendste vom Spannenden. Darum habe ich halt so überlegt, was kann ich denn da ansprechen, sodass ich euch noch einigermaßen gut unterhalten kann.
Ja, und da kam mir halt so, ja, bald ist da E3, kann ich ja darüber mal so ein bisschen erzählen. Oh. So, da kommt die Fackel wieder weg. Da kam die Fackel wieder weg. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Sandstein aus dem Rucksack holen. Ja, wir haben momentan noch eine ganze Menge. Glatten Sandstein will ich eher nicht. Den normalen Sandstein. Heute war auch mein. Ah, Creeper! Ja, heute war mein. Ah, Creeper? Nein, war es eigentlich heute nicht. Aber was ich sagen wollte, heute war übrigens auch mein letzter Berufsschultag vorm langen Wochenende. Dann habe ich ja wieder eine Woche Normalarbeit und dann wieder 2 Wochen Berufsschule. Und ja, da werde ich jetzt auch wieder nächsten Tag schön aufnehmen können. Am Freitag, also für euch ist das schon ein paar Tage her, aber für mich jetzt am Freitag mache ich ja einen Livestream. Für euch ist ja schon längst gelaufen. Dürfte eigentlich schon der Livestream-Mitschnitt auf YouTube veröffentlicht worden sein. Ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge rauskommt. Doch eigentlich. Ja. Das sollte jetzt so Donnerstag, Freitag oder so sein. Wenn ich mich da jetzt nicht verzählt habe. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend. Irgendwie so um den Dreh sollte es jetzt sein. Also wenn diese Folge rauskommt. So. Nee, damit bin ich jetzt nicht zufrieden. Damit bin ich jetzt nicht zufrieden. Ich hatte auch, bevor ich hier das Labyrinth angefangen hatte, habe ich mir auch so überlegt, ob ich mit Paint oder so hier so Art Plan mache, wie das Labyrinth dann aussehen soll. Was ich dann hier meinetwegen mit Paint ein 64x64 Bild mache, also 64 Pixel lang, 64 Pixel breit, und dass jeder Pixel dann Block ist und dass ich das dann so aufzeichne, wie das Labyrinth dann sein soll. Ich hatte mich dann dagegen entschieden, weil irgendwie die besten Ideen fände ich, oder das bessere Konzept mache ich dann auch nur, wenn ich wirklich dabei dann hier in Minecraft baue. Dann habe ich mich dann halt dagegen entschieden. Und ja, so. Dann kann das ruhig mal hier in diese Richtung. Da will ich dann hier eins frei haben, hier eins frei haben, da eins frei haben. Das passt nicht ganz so. Ne, das passt wirklich nicht ganz so. Dann mache ich das hier nochmal weg. So, dann da und so. Dann kann ich das so ruhig machen und dann. Ja. So ein paar kleinen Troll-Aktionen, würde ich mal sagen. Dass man sich so ein bisschen hier verirrt, wie auch immer. Wie auch immer. Ah ja, jetzt in der einen Folge bin ich schon wieder schön weitergekommen. Paar Folgen werden wir jetzt hier an die unterste Ebene, sage ich mal, noch arbeiten, bis wir dann hier alles hochziehen werden. Und ja, erstmal will ich sowieso dann hier die Wände hochziehen, dann die Beleuchtung machen und dann kommt erst die Decke des ersten Stocks rein, würde ich sagen. Ja, so wird das dann gemacht. So und nicht anders. So. Ja, dann würde ich auch sagen, dass ich dann hier meine Fackel hinsetze. Und einmal geht es da lang und einmal geht es dann hier lang, würde ich sagen. Passt das dann so? Ja, das passt nicht ganz. Das passt leider nicht ganz. Dann machen wir das anders. Das machen wir anders. Dann hier und da wird dann eine Treppe nach oben führen. Das soll dann die Sackgasse-Treppe sein, sage ich mal. Da ist Sandstein ein bisschen zu schade für, Sandstein dorthin zu setzen. Da mache ich ruhig mal Erde hin. So, da bin ich dann auf der dritten Ebene. Ja, noch eine Ebene. So, hier, das ist dann die Höhe, wo dann der zweite Stock ist. Das soll dann halt, wie gesagt, dann da Sackgasse sein. So, ja. Und dann geht es hier dann auch im nächsten Part wieder weiter.
Bis dahin, viel Spaß euch noch, schaltet wieder ein und ciao.